Hallo, mein Name ist Rezwan. Ich bin wie alle Flüchtlinge nach Deutschland gekommen, also in der Meer- und Ländergrenze ungesetzlich überqueren. Ich war 3 Monate in der Sporthalle und es gab überhaupt, der mich verstehen kann, eine Person oder sowas. Ich war der einzige blind dort und niemand hat mir geholfen. Meine Schwester war auch krank, war auch schwanger. Es gab überhaupt keiner, der uns helfen kann. Ich bin nicht identifiziert und meine Privatsachen, ich konnte das nicht, gar nicht machen, weil ich war überhaupt unabhängig. Ich könnte, also alle Räume oder sowas waren gleich. Ich konnte selber mich nicht erkennen in der Halle. Deswegen war ich 3 Monate so überhaupt keiner, der mir geholfen hat.